Ein langes, gesundes Leben, das wünscht sich jeder. Aber was muss man dafür tun? Die tibetische Medizin hat darauf eine Antwort, allerdings nicht in Form einer magischen Rezeptur, sondern in Form von Empfehlungen, wie man die Balance zwischen inneren und äußeren Faktoren, die das tägliche Leben bestimmen, halten kann. Dann, so meinen die Tibeter, könnte man 120 Jahre alt werden. Was ist ein gelungenes Leben? Und was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Gibt es darauf eine Antwort? Ein Kraut, das gegen alle Krankheiten gewachsen ist? Möge ich der Arzt sein und die Medizin für alle kranken Geschöpfe dieser Welt, bis alle geheilt sind. Und möge ich jedem Lebewesen beweisen, dass ich Anteil nehme an seinem Schicksal. Für die Tibeter ist es so, dass jedes Lebewesen sowieso geboren wird, älter wird, krank wird und stirbt. Insofern ist das Leid an und für sich oder die Krankheit an und für sich nicht etwas, was vom Leben zu trennen ist und damit sozusagen nicht so negativ zu bewerten ist. Florian Ploberger ist Schulmediziner, arbeitet aber auch mit den Methoden der traditionellen chinesischen Medizin und denkt wie ein tibetischer Arzt. Der hat andere Konzepte, was die Ursachen von Krankheit angeht, den Umgang mit Krankheit, den Umgang mit Leid, andere Konzepte, wie er mit Patienten umgeht. Chomden De, Dixin Shekpa, lerne und verstehe die 8 Zweige, welche folgende sind: der Körper im Allgemeinen, Kinderheilkunde. Das Grundlagenwerk der tibetischen Medizin, der Gyushi, wurde seit dem 12. Jahrhundert nicht verändert. 5 Jahre lang lernen Medizinstudenten die Texte auswendig. Neben der Beschreibung von 84.000 Krankheitsbildern, deren Ursachen, Entstehung und Beseitigung, geht es vor allem um die Ethik des Arztes. Und man versucht, verschiedene sozusagen Qualitäten sozusagen zu entfalten. Freude, Liebe, Mitgefühl und Gleichmut. Florian Ploberger hat viele Jahre die tibetische Sprache, die Lebensart, Philosophie und Medizin der Tibeter studiert, zahlreiche Texte übersetzt und schließlich den Gyushi ins Deutsche übertragen. Ja, die große Freude an dieser Arbeit, dass der Text so eine unglaubliche Schönheit hat und Tiefe hat und in vielen Metaphern spricht. Dazu musste er sein Tibetisch auf ein hohes Niveau bringen. Neben dem Studium alter Schriften und zahlreicher Aufenthalte in den Klöstern und Schulen der Exil-Tibeter in Indien hat ihm vor allem der regelmäßige Austausch mit seinem tibetischen Freund Thubten geholfen, die schwierigen Texte zu entschlüsseln. Im großen Buch der tibetischen Medizin handeln 2 Kapitel von der Praxis der Verjüngung. Doch statt einfacher Rezepte findet man eher ein Lebenskonzept. Tibeter glauben, dass jeder Mensch das Potenzial hat, 120 Jahre alt zu werden. Eine Hauptursache für das Älterwerden ist eine Schwäche von dem, was die Tibeter Medö nennen. Das könnte man übersetzt mit Hitze des Verdauungstraktes. Um eine gute Verdauung kann man sich nicht früh genug bemühen. Gespräch, Zunge, Puls, eine präzise Gesichtsdiagnostik und der Urin geben dem tibetischen Arzt ein klares Bild über den Gesundheitszustand des Patienten. Jeder Mensch besitzt eine angeborene Konstitution, die sich nicht verändern lässt und gleichermaßen Potenzial wie Schwachstelle ist. Krankheiten behandelt der tibetische Arzt mit Kräutermischungen, die so aufeinander abgestimmt sind, dass keine Nebenwirkungen auftreten. Entscheidend dabei sind deren Geschmack und thermische Wirkung. Ist die bitter, ist die süß, ist die salzig etc. Und über das, was sie thermische Wirkung nennen, ist die kühlend oder ist die wärmend oder ist die gar heiß. Florian Ploberger ist heute mehr Lehrer als praktizierender Arzt und Autor. In einem seiner Bücher beschreibt er, wie westliche Kräuter nach den Prinzipien fernöstlicher Heilmethoden wie TCM wirken können. Seine Kräuter bezieht er nur aus Quellen, denen er vertraut, denn Herkunft und Lagerung der Pflanzen sind wichtig, damit sie ihre Heilkräfte bewahren. In diesem Traditionskräuterhaus in Wien werden 600 verschiedene, streng kontrollierte Kräuter vertrieben. Die meisten enthalten 2 bis 3 Geschmacksrichtungen. Nur eine, die Myrobalanfrucht, enthält alle 6. Die Königin der tibetischen Kräuter soll alle Krankheiten besiegen, ist bei uns aber kaum erhältlich. Auch tibetische Medizinprodukte gibt es nur wenige.
Irgendwann will Florian Ploberger auch das tibetische Kräuterwissen auf heimische Pflanzen übertragen. Das braucht Zeit und Geduld. Seine Langlebensrezeptur? In die Stille gehen, den Geist zur Ruhe bringen, achtsam sein, sich regelmäßig bewegen. Aus einem heilsamen Verhalten entstehen heilsame Früchte. Das ist sein Geheimnis eines gelungenen Lebens.